Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 4 von unserer wunderbaren Gardine. Wir starten wieder mit grün. Creme haben wir das letzte Mal gemacht. Jetzt geht es wieder mit grün los. Wir nehmen grün auf die Nadel. Häkeln eine Luftmasche. Wenden das Ganze. Und jetzt kommt in jedes Stäbchen ein Stäbchen. Wie ihr seht, ich nehme hier gerade den Doppelfaden mit. So ist der richtig schön fixiert. So, und jetzt noch mal normaler Faden. Und in jedes Stäbchen ein Stäbchen. Drei Luftmaschen und in das nächste Stäbchen kommt ein Stäbchen. Drei Luftmaschen. Und ein Stäbchen ins nächste Stäbchen. Drei Luftmaschen. Und ein Stäbchen hier in das Fünfer rein. Wir sind jetzt, Moment, ich muss mal die Gardine kurz drehen. Da, wo wir die zwei Fünfer übereinander haben. Und da machen wir jetzt ein Stäbchen in die Mitte, das heißt ins dritte Stäbchen. Zwei Luftmaschen. Und fünf Stäbchen in das nächste einzelne Stäbchen. Zwei, drei, vier, fünf, zwei Luftmaschen, ein Stäbchen in das nächste Stäbchen, das wäre dann das hier gleich nach der Schleife. Nicht in das rein, weil man das besser sieht, sondern wirklich in das hier nach der Schleife. Zwei Luftmaschen. Wir umhäkeln das Fünfer. Zwei Luftmaschen und ein Stäbchen ins nächste Stäbchen. Zwei Luftmaschen. Wir umhäkeln. Zwei Luftmaschen. Ein Stäbchen in das nächste Stäbchen. So, jetzt sind wir hier. So, zwei Luftmaschen und fünf Stäbchen in das nächste einzelne Stäbchen. Zwei, drei, vier, fünf. Fünf Luftmaschen und ein Stäbchen in das nächste einsame Stäbchen. Zwei Luftmaschen, wir umhäkeln. Zwei Luftmaschen und ein Stäbchen in das nächste einzelne Stäbchen. Zwei Luftmaschen, wir umhäkeln. Zwei Luftmaschen, ein Stäbchen in das nächste Stäbchen. So, fünf Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5. Und wir machen jetzt fünf Stäbchen in das nächste einzelne Stäbchen. Das ist gleich das nach der Schleife. Hier haben wir die Schleife. Und in das Stäbchen kommen jetzt fünf Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5,
So sieht das Ganze jetzt aus. Zwei Luftmaschen und ein Stäbchen in die Mitte von dem Fünfer. Drei Luftmaschen, ein Stäbchen in das nächste Stäbchen, drei Luftmaschen, Stäbchen in das nächste Stäbchen, drei Luftmaschen, Stäbchen in das erste Stäbchen von unserem großen Paket. Jetzt vier weitere Stäbchen. Zwei Luftmaschen und mit Stäbchen wieder nach unten. Dabei immer ein Stäbchen pro Stäbchen. Und damit haben wir das erste Viertel fertig. So, wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Und ihr seht schon, wie hier das Herz lang läuft. Das zieht sich dann noch ein bisschen in die Länge. Also wenn wir das dann zum Schluss fertig haben und wir machen dann, ne, das, was ich euch noch zeige, dann zieht sich das Ganze hier, wenn ihr das so ein bisschen, ne, dann sieht ihr das Herz besser. Das sieht jetzt momentan sehr gestaucht aus, das wird aber noch. So, ein Viertel mache ich jetzt noch mit euch zusammen und dann machen wir wieder alleine weiter. Drei Luftmaschen, ein Stäbchen auf das nächste Stäbchen, drei Luftmaschen, Stäbchen auf das Stäbchen, drei Luftmaschen, Stäbchen in die Mitte von dem Fünfer, zwei Luftmaschen, fünf Stäbchen auf das nächste einzelne Stäbchen, eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Luftmaschen, drei, vier, fünf. Wir übergehen die gesamte Schleife und machen ein Stäbchen auf das nächste Stäbchen. Zwei Luftmaschen, wir umhäkeln, na, nie ohne Umschlag. So, zwei Luftmaschen, ein Stäbchen auf das Stäbchen. Zwei Luftmaschen, wir umhäkeln, zwei Luftmaschen, Stäbchen auf das Stäbchen. Fünf Luftmaschen und fünf Stäbchen in das nächste Stäbchen. Wir haben hier wieder unsere Schleife und in das Stäbchen kommen jetzt fünf Stäbchen. Eins, zwei, drei, vier und die fünf. Zwei Luftmaschen und ein Stäbchen in die Mitte von dem Fünfer des Vorpakets. Drei Luftmaschen und ein Stäbchen in das nächste Stäbchen. Drei Luftmaschen und Stäbchen in das nächste Stäbchen. Drei Luftmaschen und Stäbchen in den Anfang unseres großen Paketes und jetzt wieder mit vier weiteren Stäbchen in die Mitte, da dann zwei Luftmaschen und mit insgesamt fünf Stäbchen wieder zurück. Noch eins,
Und fertig sind wir auch mit diesem Viertel. So weit sind wir jetzt schon. So langsam nimmt es schon Gestalt an. So, das nächste Viertel. Drei Luftmaschen, Stäbchen. Drei Luftmaschen, Stäbchen. Drei Luftmaschen, Stäbchen. Zwei Luftmaschen, fünf Stäbchen. Hier und das gleich danach. Nach dem Fünferpaket kommen hier fünf Stäbchen rein. Dann haben wir hier die Schleife. Darauf setzen wir fünf Luftmaschen, Stäbchen. Zwei Luftmaschen, feste Masche. Zwei Luftmaschen, Stäbchen. Zwei Luftmaschen, feste Masche, zwei Luftmaschen, Stäbchen. Fünf Luftmaschen, fünf Stäbchen. Zwei Luftmaschen, ein Stäbchen. Drei Luftmaschen, Stäbchen, drei Luftmaschen, Stäbchen, drei Luftmaschen, Stäbchen. Stäbchen bis hier hoch, da wo unsere Luftmasche ist. Also insgesamt kommen hier fünf Stäbchen rein, dann zwei Luftmaschen und wieder fünf Stäbchen zurück. Und wir machen das Ganze noch einmal von vorn. So, ich hieke mal schnell die Runde fertig und wir sehen uns dann gleich in der nächsten Runde. So, und abschließend tun wir die Reihe mit drei Luftmaschen, die habe ich jetzt schon gemacht. Und ein Stäbchen. In jedes Stäbchen sehr schön, damit haben wir die Reihe auch geschafft. Und die nächste Reihe beginnen wir mit zwei Luftmaschen. Wir drehen das Ganze. Und in jedes Stäbchen kommt jetzt ein Stäbchen. Drei Luftmaschen. Ein Stäbchen in das nächste Stäbchen, drei Luftmaschen, Stäbchen, drei Luftmaschen, Stäbchen, drei Luftmaschen, Stäbchen in die Mitte des Fünfers. So, jetzt haben wir hier die 5er Luftmaschenkette, 2 Luftmaschen, wir umhäkeln, 2 Luftmaschen und ein 5er in das nächste Stäbchen, 2, 3, 4, 5. So sieht das Ganze jetzt aus. So, 5 Luftmaschen, 4, 5. Ein Stäbchen zwischen die zwei Schleifen in das Stäbchen. 5 Luftmaschen, 4, 5. Ein Stäbchen hinter die Schleife. So. Und jetzt in die gleiche Masche noch 4 Stäbchen. Zwei Luftmaschen, wir umhäkeln, zwei Luftmaschen und ein Stäbchen in die Mitte des Fünfers, drei Luftmaschen, ein Stäbchen in das nächste Stäbchen, drei Luftmaschen,
Stäbchen. 3 Luftmaschen, Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen in das große Paket, gleich ins erste Stäbchen und wieder hochhäkeln. Und jetzt 3 Luftmaschen und wieder mit Stäbchen nach unten häkeln. Wir schauen uns gleich das Viertel wieder an. So. Hier haben wir jetzt das Blatt fertig. Das heißt, in der nächsten Runde beginnen wir hier ein neues. Und hier haben wir schon wunderbar unser Herz. In der nächsten Runde schließen wir das dann auch ab. Kann man es schon schön erkennen, wie es lang läuft. Und wenn die Gardine dann ein bisschen gestrickt ist, ich versuche das gerade mal zu simulieren, Moment. So, jetzt könnt ihr euch so ungefähr das Herz vorstellen, wie es dann aussieht. So, dann geht's weiter. 3 Luftmaschen, Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen, 2 Luftmaschen, feste Maschen, 2 Luftmaschen, 5 Stäbchen, 5 Luftmaschen, Stäbchen. 5 Luftmaschen, 5 Stäbchen, 2 Luftmaschen, feste Masche, 2 Luftmaschen, Stäbchen in die Mitte. 3 Luftmaschen, Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen, Stäbchen bis hier hoch, 3 Luftmaschen, Stäbchen wieder runter. Und so geht das jetzt die Reihe weiter. Wir sehen uns dann wieder am Ende der Reihe. So, meine Lieben, die neue Runde beginnen wir jetzt mit 2 Luftmaschen. Wir drehen das Ganze und zwischen das erste und das zweite Stäbchen der Vorreihe kommen jetzt 4 Stäbchen. 1, 2, 3, 4 und ein Stäbchen in das zweite Stäbchen der Vorreihe. Dann 3 Luftmaschen und ein Stäbchen am Ende unseres Paketes. Drei Luftmaschen, ein Stäbchen in das Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen. So, jetzt wieder 3 Luftmaschen, ein Stäbchen auf das Stäbchen. Als nächstes kommen 5 Luftmaschen, 4, 5, ein Stäbchen in die Mitte von diesem 5er Stäbchenpaket, 3 Luftmaschen, 5 Stäbchen auf das nächste Stäbchen. 2, 3, 4 und die 5, 3 Luftmaschen, Stäbchen auf das 5er Paket in die Mitte, 5 Luftmaschen, 4, 5 und ein Stäbchen auf das nächste Stäbchen. Das heißt, wir überspringen die gesamte Schleife und gehen auf das nächste Stäbchen und häkeln darauf ein Stäbchen. 3 Luftmaschen,
und Stäbchen auf Stäbchen. Drei Luftmaschen, dann ein Stäbchen ins nächste Stäbchen. Drei Luftmaschen, Stäbchen ins nächste Stäbchen. Drei Luftmaschen, Stäbchen am Anfang in das Paket. Drei Luftmaschen und Stäbchen am Ende des Paketes. Wir überspringen jetzt hier die gesamten Stäbchen und häkeln am Ende ein Stäbchen rein. Jetzt kommen 8 Stäbchen in die Luftmaschenkette. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und ein Stäbchen auf das nächste Stäbchen. Dann 3 Luftmaschen. Wir überspringen wieder die gesamten Stäbchen und häkeln ein Stäbchen auf das letzte von dem Paket. 3 Luftmaschen, Stäbchen auf das Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen auf das Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen. Drei Luftmaschen, Stäbchen, fünf Luftmaschen, 3, 4, 5 und ein Stäbchen in die Mitte von dem 5er Stäbchenpaket. Drei Luftmaschen und 5 Stäbchen auf das nächste Stäbchen. 1, 2, 3, 4. 5, 3 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Mitte wieder, 5 Luftmaschen, 4. Wir überspringen die Schleife, auf das nächste Stäbchen kommt ein Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen auf das Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen in das erste Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen auf das letzte Stäbchen. Hier jetzt wieder 8 Stäbchen rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 und die 8. Ein Stäbchen auf das nächste Stäbchen. 3 Luftmaschen und ein Stäbchen auf das letzte.
nächste und so geht das jetzt hier die ganze Reihe weiter. Dann wieder drei Luftmaschenstäbchen, drei Luftmaschenstäbchen, drei Luftmaschenstäbchen, drei Luftmaschenstäbchen, fünf Luftmaschenstäbchen in die Mitte. Drei Luftmaschen, fünf Stäbchen, drei Luftmaschen, Stäbchen. Fünf Luftmaschen, Stäbchen, drei Luftmaschen, Stäbchen. Drei Luftmaschen, Stäbchen, drei Luftmaschen, Stäbchen, drei Luftmaschen, Stäbchen. Drei Luftmaschen, Stäbchen hinten rein. Hier vorne in die Mitte, dann wieder acht Stäbchen. Hier in das nächste ein Stäbchen. Und so bauen wir uns die gesamte Reihe weiter. Und abschließend tun wir die Reihe, indem wir drei Luftmaschen machen. In das vorletzte Stäbchen häkeln wir ein Stäbchen. Dann zwischen das vorletzte und das letzte. Kommen dann vier Stäbchen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Luftmaschen, wir wenden. In jedes Stäbchen kommt ein Stäbchen. Drei Luftmaschen. Stäbchen auf das Stäbchen. Drei Luftmaschen. Stäbchen auf das nächste Stäbchen. Drei Luftmaschen. Stäbchen. Drei Luftmaschen. Stäbchen. Drei Luftmaschen. Stäbchen. Zwei Luftmaschen. Umhäkeln mit einer festen Masche. Zwei Luftmaschen. Stäbchen. Drei Luftmaschen, Stäbchen auf das nächste Stäbchen, drei Luftmaschen, Stäbchen auf das nächste Stäbchen, zwei Luftmaschen, wir umhäkeln wieder mit einer festen Masche, zwei Luftmaschen und ein Stäbchen auf das nächste Stäbchen, drei Luftmaschen, Stäbchen, drei Luftmaschen, Stäbchen, drei Luftmaschen, Stäbchen. Wie ihr seht, die Reihe ist sehr, sehr unkompliziert. Drei Luftmaschen, Stäbchen, drei Luftmaschen, Stäbchen auf das Stäbchen des ersten Paket, also das erste Stäbchen von dem Paket, dann in die Mitte wieder hoch mit Stäbchen, eine Luftmasche und wieder mit Stäbchen nach unten. So, das war dann schon diese Reihe, also dieses Stück. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Moment, ich lege mal ein bisschen hin,
dass wir mal gucken können. So, hier haben wir ja mit unserer Gardine angefangen und hier geht ja jetzt das Viereck hoch. Nochmal jetzt das geschlossene, offen und hier haben wir das Herz. Richtig zur Geltung kommt das Herz dann, wenn das Ganze dann zum Schluss gespannt und gelegt ist. So, jetzt geht es hier weiter. Drei Luftmaschenstäbchen, drei Luftmaschenstäbchen, drei Luftmaschenstäbchen, drei Luftmaschenstäbchen, drei Luftmaschenstäbchen, zwei Luftmaschen, feste Masche umhäkeln, zwei Luftmaschenstäbchen. Drei Luftmaschenstäbchen, drei Luftmaschenstäbchen, zwei Luftmaschen umhäkeln, zwei Luftmaschenstäbchen. Drei Luftmaschenstäbchen, drei Luftmaschenstäbchen, drei Luftmaschenstäbchen, drei Luftmaschenstäbchen, drei Luftmaschenstäbchen. Stäbchen bis hier hoch, also insgesamt auf der Seite 5 Stäbchen, eine Luftmasche, 5 Stäbchen runter. Und das jetzt die gesamte Reihe. In der nächsten Reihe machen wir das fast genauso, nur dass da, wo wir jetzt umhäkeln, 5 Luftmaschen hinkommen. Und hier in die Mitte kommen dann 2 Luftmaschen. Und ansonsten machen wir das ganz genauso wie jetzt. So, ich mache mal schnell die 2 Runden oder die 2 Reihen und wir sehen uns dann gleich wieder. So, meine Lieben, wir fangen mit der nächsten Reihe an. Die 2 Reihen habe ich jetzt gemacht. 2 Luftmaschen für die Höhe und zwischen das erste und das zweite Stäbchen kommen jetzt 4 Stäbchen. Ein Stäbchen in das nächste Stäbchen. 3 Luftmaschen, ein Stäbchen in das letzte von dem Bündel. So, diese 3er Luftmaschenkette umhäkeln wir jetzt mit 3 Stäbchen. 1, 2, 3 und ein Stäbchen auf das Stäbchen. Jetzt 3 Luftmaschen, Stäbchen auf das Stäbchen. Drei Luftmaschen, Stäbchen auf das Stäbchen, drei Luftmaschen, Stäbchen auf das Stäbchen, drei Luftmaschen, Stäbchen auf das Stäbchen. So, hier haben wir jetzt unsere 5er Luftmaschenkette. Hier häkeln wir jetzt 4 Luftmaschen. Und setzen ein Stäbchen auf das Stäbchen. So haben wir jetzt hier zwar eine kleine Abnahme drin, ist aber nicht dramatisch. 3 Luftmaschen, Stäbchen auf das Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen auf das Stäbchen, 3 Luftmaschen, 4 Luftmaschen, hier sind wir wieder bei der 5er, Stäbchen auf das Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen auf das Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen auf das Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen. Diese Luftmaschenkette umhäkeln wir wieder mit 3 Stäbchen. Jetzt wieder Stäbchen bis hoch. Drei Luftmaschen und wieder Stäbchen bis runter.
die wieder umhäkeln. 1, 2, 3 und Stäbchen auf das Stäbchen. So, dann 3 Luftmaschen, Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen, 4 Luftmaschen, Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen, 4 Luftmaschen, Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen, umhäkeln, hochhäkeln, 3 Luftmaschen, runterhäkeln, 3 Stäbchen, Stäbchen, also insgesamt 4 Stäbchen, hier 3-mal umhäkeln und einmal Stäbchen auf Stäbchen. Und dann geht das wieder los mit 3 Luftmaschen, Stäbchen und so weiter und so fort. Das mache ich jetzt die Reihe mal schnell. Und abschließend tun wir die Reihe, nachdem wir unsere Luftmaschenkette umhäkelt haben, mit 3 Luftmaschen ein Stäbchen in das vorletzte Stäbchen und jetzt 4 Stäbchen zwischen das vorletzte und das letzte. Und damit ist die Reihe auch schon fertig. Und die ging jetzt auch relativ zügig. 1, 2, 3 und die 4. So, wieder für unsere Höhe. Wir drehen das Ganze. In jedes Stäbchen kommt ein Stäbchen. Drei Luftmaschen, ein Stäbchen auf das erste Stäbchen, 3 Luftmaschen, ein Stäbchen auf das letzte Stäbchen. Hier zum Häkeln wird das nächste mit 3 Stäbchen. 1, 2, 3, ein Stäbchen auf das Stäbchen. 3 Luftmaschen, Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen. 3 Luftmaschen, Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen. 3 Luftmaschen. So, diese Runde beenden wir, nachdem wir unsere 3 Luftmaschen umhäkelt haben und ein Stäbchen. 3 Luftmaschen, ein Stäbchen in das vorletzte Stäbchen. Zwischen das vorletzte und das letzte Stäbchen kommen 4 Stäbchen. Zwei Luftmaschen für die Höhe. Wir drehen das Ganze. Auf jedes Stäbchen kommt ein Stäbchen. Drei Luftmaschen. Ein Stäbchen auf das Stäbchen, also auf das erste Stäbchen von dem Paket. Drei Luftmaschen. Ein Stäbchen auf das letzte Stäbchen von dem Paket. Drei Luftmaschen. Ein Stäbchen auf das Stäbchen. Drei Luftmaschen. Stäbchen auf das Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen auf das Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen auf das Stäbchen,
drei Luftmaschen. Stäbchen auf das Stäbchen. Drei Luftmaschen. Stäbchen auf das Stäbchen. Drei Luftmaschen. Stäbchen auf das Stäbchen. Drei Luftmaschen. Stäbchen auf Stäbchen. Drei Luftmaschen. Stäbchen auf das Stäbchen. Drei Luftmaschen. Stäbchen auf das Stäbchen. Drei Luftmaschen. Stäbchen auf das Stäbchen. Diese Luftmaschenkette umhäkeln wir mit drei Stäbchen. Ein Stäbchen auf das erste Stäbchen, drei Luftmaschen. Wir überspringen hier drei Stäbchen und in das vierte kommt ein Stäbchen. Eins, zwei, drei, vier. Drei Luftmaschen. Wir überspringen auch dieses Stäbchenpaket und in das letzte kommt ein Stäbchen. Jetzt acht Stäbchen in die drei Luftmaschen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ein Stäbchen auf das nächste Stäbchen. Drei Luftmaschen. Wir zählen wieder bis vier. Eins, zwei, drei, vier. Und setzen in die vierte Masche ein Stäbchen. Drei Luftmaschen. Am Ende wieder ein Stäbchen rein. Und diese hier wieder umhäkeln mit drei Stäbchen. Ein Stäbchen auf das Stäbchen. Und schon haben wir diese Reihe fertig. Es wird jetzt langsam schon alles ein bisschen groß. Ich versuche es mal irgendwie hinzulegen. So, wie ihr seht, wir gehen jetzt hier so langsam Richtung Schließen. Das heißt, wir machen das jetzt auch die ganze Reihe so weiter. Immer drei Luftmaschen und Stäbchen auf die Stäbchen. Und so gehen wir jetzt diese Reihe durch. In der nächsten Reihe kommt auf jedes Stäbchen ein Stäbchen für den Anfang. Dann drei Luftmaschen, Stäbchen, drei Luftmaschen, Stäbchen, drei Luftmaschen, Stäbchen. Diese Reihe wird umhäkelt. Drei Luftmaschen, Stäbchen und so weiter bis hier rüber. Hier kommt das letzte Stäbchen, das wird umhäkelt. Luftmaschen, Stäbchen, Luftmaschen, Stäbchen, Luftmaschen, Stäbchen. Und hier drauf kommen dann fünf Stäbchen. Eine Luftmasche, fünf Stäbchen wieder runter. Das machen wir jetzt, die zwei Reihen machen wir jetzt schnell und dann sehen wir uns gleich wieder, weil mehr ist es nicht. Es sind wirklich immer nur hier, wie gehabt, auf jedes Stäbchen ein Stäbchen, drei Luftmaschen, Stäbchen, drei Luftmaschen, Stäbchen, drei Luftmaschen, Stäbchen, umhäkeln mit drei Stäbchen, Stäbchen, drei Luftmaschen, 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 Stäbchen. So, meine Lieben, jetzt habe ich die Reihe fertig und wie ihr seht, ich musste schon die Farbe wechseln, weil mein Grün hat einfach wirklich nicht mehr gereicht. Wir machen wieder zwei Luftmaschen. Jetzt kommt in jedes Stäbchen ein Stäbchen. Drei Luftmaschen, ein Stäbchen auf das nächste Stäbchen, drei Luftmaschen,
Stäbchen auf das Stäbchen. So, jetzt haben wir hier unser Paket. Drei Luftmaschen. Stäbchen auf das letzte Stäbchen von dem Paket. Jetzt umhäkeln wir die nächsten beiden Pakete. Das heißt, um die erste Luftmaschenkette kommen jetzt drei Stäbchen. Ein Stäbchen auf das Stäbchen. Und um die nächste Luftmaschenkette kommen drei Stäbchen. Und ein Stäbchen auf das nächste Stäbchen. Drei Luftmaschen. Ein Stäbchen auf das nächste Stäbchen. Drei Luftmaschen. Stäbchen auf das nächste Stäbchen. Drei Luftmaschen. Stäbchen auf das Stäbchen. Drei Luftmaschen. Stäbchen auf das nächste Stäbchen. Drei Luftmaschen. Stäbchen. So, und ein letztes Mal. Drei Luftmaschen und Stäbchen auf das nächste Stäbchen. Die zwei werden wieder umhäkelt. Das heißt jetzt erstmal drei Stäbchen. Eins, zwei, drei. Ein Stäbchen auf das Stäbchen. Und jetzt wieder. Eins, zwei, drei. Stäbchen auf das erste Stäbchen. Drei Luftmaschen. Stäbchen in das letzte Stäbchen von dem Paket. Drei Luftmaschen. Stäbchen auf das Stäbchen. Drei Luftmaschen. Stäbchen auf das Stäbchen. Jetzt sind wir wieder hier. Noch vier Stäbchen. Also in die nächsten vier Stäbchen jeweils ein Stäbchen. 2, 3, 4, eine Luftmasche und Stäbchen bis runter. Drei Luftmaschen, Stäbchen auf das Stäbchen, drei Luftmaschen, Stäbchen auf das Stäbchen, drei Luftmaschen, wir überspringen wieder und Stäbchen in das letzte Stäbchen und die zwei werden wieder umhäkelt, also drei Stäbchen. Ein Stäbchen auf das Stäbchen und wieder drei Stäbchen umhäkeln. Drei und ein Stäbchen auf das Stäbchen. Drei Luftmaschen, Stäbchen auf das Stäbchen. Drei Luftmaschen, Stäbchen auf das Stäbchen. Drei Luftmaschen, Stäbchen, drei Luftmaschen, Stäbchen, drei Luftmaschen, Stäbchen, drei Luftmaschen. Und noch ein letztes Mal Stäbchen,
Jetzt umhäkeln wir wieder die nächsten beiden. Also 1, 2, 3, Stäbchen auf das Stäbchen und wieder 1, 2, 3 und Stäbchen auf das Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen auf das letzte Stäbchen von dem Paket, 3 Luftmaschen, Stäbchen auf das Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen auf das Stäbchen. So, jetzt wieder 4 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, eine Luftmasche und wieder runter. So, jetzt haben wir das Stück auch schon. So, und genauso geht es jetzt weiter. Wir haben es jetzt hier wieder runter gehäkelt, dann wieder 3 Luftmaschenstäbchen, 3 Luftmaschenstäbchen, 3 Luftmaschenstäbchen, 2 Luftmaschenketten umhäkeln, dann wieder offene, dann wieder umhäkelt. Und so geht das halt jetzt hier die Reihe immer weiter. So, die nächste Reihe können wir auch alleine machen, und zwar ist die nicht schwer. Wir machen dann hier wieder 2 Luftmaschen für die Höhe, in jedes Stäbchen ein Stäbchen. So, 3 Luftmaschenstäbchen, 3 Luftmaschenstäbchen, 3 Luftmaschenstäbchen, 3 Luftmaschenstäbchen, 3 Luftmaschenstäbchen. Umhäkeln, das heißt hier 3 Stäbchen umhäkelt, Stäbchen. Mit 3 Stäbchen umhäkelt, Stäbchen. Luftmasche, Stäbchen. Genau, hier umhäkelt, hier Luftmaschen, Stäbchen, Luftmaschen, Stäbchen, Luftmaschen, Stäbchen, Luftmaschen, Stäbchen, Luftmaschen, Stäbchen, Stäbchen, 2 Luftmaschen, Stäbchen, wieder runter. So geht dann die zweite Reihe. Also jetzt haben wir die 2 zusammen. Mit Stäbchen umhäkelt und dann umhäkeln wir die 2 und die 2 mit Stäbchen, so dass wir dann dazwischen nur noch 2 Karos ohne Stäbchen haben. So, ich mache jetzt mal schnell die Reihe noch fertig und die andere und wir sehen uns dann gleich wieder für die 2 Karos. So, meine Lieben, die Reihen habe ich jetzt soweit gemacht. Jetzt machen wir 2 Luftmaschen, drehen das Ganze. Und zwischen das erste und das zweite Stäbchen kommen jetzt 4 Stäbchen. Ein Stäbchen in das zweite Stäbchen der Vorrunde. Wir machen 5 Luftmaschen, 4, 5, übergehen die ganzen Stäbchen, übergehen die Luftmaschenkette und stechen in das nächste einsame Stäbchen ein und häkeln da rein ein Stäbchen. Jetzt 3 Luftmaschen, ein Stäbchen in das nächste Stäbchen. 3 Luftmaschen. Stäbchen in das nächste Stäbchen. So, jetzt kommen 5 Luftmaschen. 3, 4, 5.
Wir übergehen die Luftmaschenkette, wir übergehen das Stäbchen, wir übergehen auch die nächste Luftmaschenkette und in das nächste Stäbchen häkeln wir ein Stäbchen. So sieht das jetzt aus. Wir machen 3 Luftmaschen, zählen wieder ab, 1, 2, 3, 4, in die 4. Masche kommt ein Stäbchen. 3 Luftmaschen. Wir übergehen die ganzen Stäbchen und in das letzte Stäbchen kommt ein Stäbchen. So, jetzt haben wir 2 Luftmaschenketten von der Vorrunde. Die umhäkeln wir mit Stäbchen. Ein Stäbchen auf das Stäbchen. Und noch einmal 3 Stäbchen zum Umhäkeln. Und ein Stäbchen auf das Stäbchen. So, 3 Luftmaschen. Wir zählen wieder ab. 1, 2, 3, 4. Und in das vierte Stäbchen kommt ein Stäbchen. 3 Luftmaschen. Und ein Stäbchen auf das letzte Stäbchen von dem Paket. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Und wir sehen jetzt hier schon wunderbar, diesen Bogen haben wir jetzt geschlossen. Geht jetzt hier so lang. Und hier oben verändert sich jetzt das Muster. So, jetzt kommen 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Wir übergehen die Luftmaschenkette, wir übergehen das Stäbchen und auch diese Luftmaschenkette übergehen wir. Und in das nächste Stäbchen kommt ein Stäbchen. 3 Luftmaschen. Ein Stäbchen auf das nächste Stäbchen. 3 Luftmaschen. Stäbchen auf das nächste Stäbchen. 5 Luftmaschen. 4, 5. Wir übergehen diese Luftmaschenkette, wir übergehen die Stäbchen und stechen hier oben bei der Luftmaschenkette, so in das letzte Stäbchen von dem Paket ein oder in das erste neben der Luftmaschenkette. So, jetzt häkeln wir in die Luftmaschenkette 8 Stäbchen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und die 8. Ein Stäbchen in das nächste Stäbchen, 5 Luftmaschen. Wir übergehen die ganzen Stäbchen, wir übergehen die Luftmaschenkette und stechen in das erste einsame Stäbchen ein und machen ein Stäbchen. So, jetzt haben wir hier die großen, hier 2 kleine, hier ein großes, 2 kleine, geschlossen, 2 kleine, ein großes, 2 kleine, ein großes, Rand. So, und da sich das ja jetzt die ganze Reihe wiederholt, kommen jetzt wieder 3 Luftmaschen und ein Stäbchen auf das nächste Stäbchen. 3 Luftmaschen und ein Stäbchen auf das nächste Stäbchen. 5 Luftmaschen. Wir übergehen die Luftmaschenkette, wir übergehen das Stäbchen, wir übergehen diese Luftmaschenkette und in das erste Stäbchen von den ganzen Stäbchenpaketen stechen wir ein und häkeln ein Stäbchen. Wir machen 3 Luftmaschen. Jetzt zählen wir wieder. 1, 2, 3, 4 und ein Stäbchen.
So, wieder drei. Wir zählen wieder. 1, 2, 3, 4. Diese zwei werden jetzt umhäkelt. 1, 2, 3 und ein Stäbchen auf das Stäbchen und wieder 1, 2, 3, ein Stäbchen auf das Stäbchen. So, jetzt wieder drei Luftmaschen. Wir zählen wieder 1, 2, 3, 4. Drei Luftmaschen. Und wieder ein Stäbchen auf das letzte Stäbchen in dem Paket. 5 Luftmaschen. 3. Moment, jetzt hängt meine Wolle. Also 1, 2, 3, 4, 5. Wir übergehen diese Luftmaschenkette, wir übergehen das Stäbchen und wir übergehen diese Luftmaschenkette und stechen in das nächste Stäbchen ein und häkeln ein Stäbchen. So, ihr werdet euch sicherlich wundern, warum wir hier nur 5 Luftmaschen machen, obwohl wir hier 6 Maschen haben. Das gibt diesem Stäbchen, wenn ihr mal schaut, so eine wunderschöne Trapezoptik. Und genau das soll es auch sein. So, jetzt kommen wieder 3 Luftmaschen und ein Stäbchen auf das nächste Stäbchen. 3 Luftmaschen. Stäbchen auf das nächste Stäbchen, 5 Luftmaschen und ein Stäbchen gleich neben die Luftmaschenkette in das Stäbchen und jetzt wieder 8 Stäbchen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und die 8. Ein Stäbchen in das nächste Stäbchen. Und jetzt geht es so weiter. 5 Luftmaschen, ein Stäbchen in das nächste einsame Stäbchen. Dann 3 Luftmaschen, Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen. 5 Luftmaschen, Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen, umhäkeln, 3 Luftmaschen, Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen, 5 Luftmaschen, Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen, 5 Luftmaschen, Stäbchen, 8 Stäbchen, Stäbchen. Und das machen wir jetzt so, die gesamte Reihe. So, und beenden tun wir das Ganze mit 5 Luftmaschen. Wir übergehen die Luftmaschenkette, wir übergehen die ganzen Stäbchen und in das vorletzte Stäbchen stechen wir ein und häkeln ein Stäbchen. So, jetzt zwischen das vorletzte und das letzte Stäbchen kommen 4 Stäbchen. 2, 3 und die 4. 2 Luftmaschen für die Höhe. Wir wenden in jedes Stäbchen ein Stäbchen. Zwei Luftmaschen. Wir umhäkeln die 5er Luftmaschenkette mit einer festen Masche. 2 Luftmaschen und ein Stäbchen auf das Stäbchen. 5 Luftmaschen. Wir übergehen
die Luftmaschenkette, wir übergehen das Stäbchen, wir übergehen die Luftmaschenkette und in das nächste Stäbchen kommt ein Stäbchen. Zwei Luftmaschen, wir umhäkeln die Fünfer wieder mit einer festen Masche, zwei Luftmaschen und ein Stäbchen auf das Stäbchen. Fünf Luftmaschen, übergehen, übergehen, übergehen und hier rein. Ein Stäbchen. So, jetzt haben wir hier das, wo wir unsere Vorrunde geschlossen haben. Drei Luftmaschen. Wir zählen wieder ab. 1, 2, 3, 4 und ein Stäbchen. Und wieder 3, 1, 2, 3 und in das letzte wieder ein Stäbchen. Fünf Luftmaschen. Wir überspringen, überspringen, überspringen und hier rein ein Stäbchen. Zwei Luftmaschen. Umhäkeln. Zwei Luftmaschen. Ein Stäbchen. Was habe ich jetzt gemacht? Da bin ich zu weit gerutscht. Bup. Hier muss es rein. Entschuldigung, da war ich ein Stäbchen zu weit gerutscht. Aber so wird jetzt ein Schuh draus. So, jetzt haben wir hier wieder die Dreier. Da machen wir jetzt fünf Luftmaschen drüber. Fünf. Überspringen, überspringen, überspringen und hier rein ein Stäbchen. Zwei Luftmaschen. Umhäkeln. Zwei Luftmaschen und ein Stäbchen in das erste Stäbchen. Jetzt häkeln wir uns wieder mit Stäbchen nach oben. Das heißt insgesamt fünf, also eins. 1, 2, 3, 4, 5, eine Luftmasche und wieder mit 5 nach unten. 1, 2, 3, 4, 5, 2 Luftmaschen, wir umhäkeln, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen. 5 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5 und ein Stäbchen auf das übernächste. Das heißt, wir überspringen, überspringen, überspringen und in dieses kommt ein Stäbchen. So, jetzt haben wir wieder die Fünfer. Da machen wir jetzt zwei Luftmaschen. Umhäkeln, zwei Luftmaschen und ein Stäbchen auf das nächste Stäbchen. Fünf Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5. Überspringen, überspringen, überspringen und ein Stäbchen. Drei Luftmaschen. Abzählen. 1, 2, 3, 4. Und ein Stäbchen. Und wieder drei Luftmaschen. In das letzte von dem Paket ein Stäbchen. So, jetzt haben wir wieder zwei Dreier. Da kommen jetzt fünf Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Überspringen, 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 Stäbchen. So, jetzt haben wir hier wieder einen Fünfer. Das heißt, wir machen jetzt zwei Luftmaschen, eine feste Masche, zwei Luftmaschen und in das Stäbchen kommt ein Stäbchen. So, jetzt wieder fünf Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5.
Überspringen, überspringen, überspringen. Stäbchen. So, zwei Luftmaschen. Eine feste Masche. Zwei Luftmaschen. Und ein Stäbchen ganz vorne rein. Jetzt wieder mit insgesamt 5 Stäbchen hoch, das heißt 1, 2, 3, 4, 5, eine Luftmasche und wieder mit 5 nach unten. Dann schauen wir uns das Ganze gleich einmal an. Und dann macht er die Reihe wieder alleine fertig. Moment, muss ich das erstmal alles hinlegen. Wird langsam ein bisschen breit. So, jetzt habe ich hier das eine Blatt und hier das andere Blatt. So haben wir jetzt hier wunderschön den Zwischenraum. Wir fangen nach dem Blatt an mit 2 Luftmaschen umhäkeln, 2 Luftmaschen Stäbchen. 5 Luftmaschen Stäbchen, 2 Luftmaschen umhäkeln, 2 Luftmaschen Stäbchen, 5 Luftmaschen Stäbchen, 3 Luftmaschen Stäbchen in das vierte Stäbchen dieses großen Paketes, 3 Luftmaschen Stäbchen. 5 Luftmaschen, Stäbchen, 2 Luftmaschen, feste Masche, 2 Luftmaschen, Stäbchen. 5 Luftmaschen, Stäbchen, 2 Luftmaschen, feste Masche, 2 Luftmaschen, Stäbchen. Insgesamt 5 Stäbchen, eine Luftmasche, 5 Stäbchen wieder runter. Und dann geht das wieder von vorne los. So, das machen wir jetzt die gesamte Reihe und wir sehen uns dann in der nächsten Reihe. So, die Reihe ist fertig und jetzt starten wir schon mit der nächsten Reihe. Ich habe die 2 Luftmaschen für die Höhe schon gemacht. In jedes Stäbchen kommt ein Stäbchen. So, wir beginnen die Reihe mit einer Schleife. Auf die häkeln wir 5 Luftmaschen. Stäbchen in das Stäbchen. So, jetzt haben wir hier 5 Luftmaschen. Da machen wir jetzt 2 Luftmaschen. Umhäkeln. 2 Luftmaschen. Stäbchen. So, jetzt haben wir wieder eine Schleife. Da drauf 5 Luftmaschen. 4, 5. Stäbchen auf das Stäbchen. Hier wieder 5 Luftmaschen. Also machen wir 2. Umhäkeln. 2 und Stäbchen. So, hier haben wir jetzt wieder ein 2-3er-Paket. Darauf kommen jetzt 5 Luftmaschen. 4, 5 und Stäbchen auf das zweite Stäbchen. Also überspringen, 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 Stäbchen. Fünf Luftmaschen, wir 2, feste Masche, 2, na bleib hier, 2 und Stäbchen. So, wir haben jetzt als nächstes eine, Moment, ich muss mal hier kurz drehen. Eine Schleife, also kommen 5. 3, 4, 5. Und Stäbchen auf das Stäbchen. So, hier haben wir wieder 5, also 2. Feste Masche. 2. Und Stäbchen. Schleife, darauf kommen jetzt 5. Und Stäbchen auf das Stäbchen. So, wir häkeln uns hier wieder hoch. Zwei Luftmaschen und jetzt häkeln wir uns wieder mit Stäbchen nach unten.
5 Luftmaschen und ein Stäbchen in das nächste Stäbchen. So, wieder 5 Luftmaschen. Also machen wir 2. Eine feste Masche, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. So, hier haben wir die Schleife, da brauchen wir wieder 5. Hier haben wir wieder 5, da machen wir 2, eine feste Masche und 2. Hier haben wir die 2 Dreier, darauf packen wir jetzt 5 Luftmaschen. Und übergehen das und in das nächste Stäbchen kommt ein Stäbchen. So. 5 Luftmaschen, da machen wir jetzt 2 Luftmaschen, eine feste Masche, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. So, jetzt haben wir hier eine Schleife, darauf kommen jetzt 5 Luftmaschen, 4. 5 und ein Stäbchen auf das nächste Stäbchen. So, jetzt haben wir 5 Luftmaschen, da machen wir jetzt 2, umhäkeln und 2 und Stäbchen. So, jetzt 5, 4, in das erste Stäbchen kommt ein Stäbchen. Wir häkeln uns wieder mit Stäbchen hoch. Zwei Luftmaschen und wieder mit Stäbchen nach unten. Aber ich glaube, ich muss gleich die Farbe wechseln. Also wundert euch nicht, wenn ich dann in der nächsten Reihe schon beim Grün bin. Weil das ist jetzt noch mein Creme. Ich weiß nicht, ob das noch für die ganze Reihe reicht. Ich probiere es. Aber es könnte sein, dass ich gleich wechseln darf. Das heißt, ich trottel dann die ganze Reihe nochmal auf. Wechsel die Farbe und häkel die Reihe nochmal. Das reicht. Ja, wir gucken. So, wir wollten uns ja die Reihe anschauen. Also. Nach dem Blatt 5 Luftmaschen, Stäbchen, 2 Luftmaschen, feste Maschen, 2 Luftmaschen, Stäbchen, 5 Luftmaschen, Stäbchen, 2 Luftmaschen, eine feste Masche, 2 Luftmaschen, Stäbchen, 5 Luftmaschen, Stäbchen, 2 Luftmaschen, feste Masche, 2 Luftmaschen, Stäbchen, 5 Luftmaschen, Stäbchen. 2 Luftmaschen, feste Masche, 2 Luftmaschen, Stäbchen, 5 Luftmaschen, Stäbchen, noch 4 Stäbchen zum Hochhäkeln, 2 Luftmaschen und insgesamt 5 Stäbchen wieder runter. Und dann beginnen wir das nochmal von vorn. So, ich schaue mal, ob mein Creme jetzt wirklich für die Reihe noch reicht. Wenn nicht, wundert euch bitte nicht, wenn ich dann in der nächsten Reihe schon mit unserer letzten Farbe und mit unserem letzten Knäuel da sitze, weil dann hat es nicht gereicht. So, meine Lieben, die Reihe ist fertig und wie ihr seht, ich habe dann doch grün genommen. Für das letzte Viertel hat es dann nicht mehr gereicht. Bis hierhin hat es gereicht und das Stück dann leider nicht mehr. Deswegen einmal wieder alles auf und grün dran.
So, die zwei Luftmaschen für die Höhe habe ich jetzt schon bereits gemacht. Jetzt kommt in jedes Stäbchen ein Stäbchen. So, hier haben wir jetzt 5 Luftmaschen. Da häkeln wir jetzt 2 Luftmaschen. Umhäkeln das Ganze mit einer festen Masche. Und wieder 2 Luftmaschen und ein Stäbchen auf das Stäbchen. Hier haben wir unsere kleine Schleife. Da kommen jetzt 5 Luftmaschen drauf. Und ein Stäbchen auf das Stäbchen. Fünf Luftmaschen, also 2 Luftmaschen, umhäkeln und 2 Luftmaschen und Stäbchen. Hier haben wir wieder die Schleife, 3, 4, 5 Luftmaschen und ein Stäbchen auf das Stäbchen. 5 Luftmaschen, da kommen jetzt wieder 2 Luftmaschen, einmal umhäkeln und nochmal 2 Luftmaschen und Stäbchen. So, die Schleife, da kommen wieder 5 Luftmaschen drüber. Und so geht diese Reihe jetzt auch eigentlich immer im Wechsel. Hier haben wir wieder 5 Luftmaschen. Da machen wir jetzt wieder 2 Luftmaschen. Einmal umhäkeln, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. So, hier haben wir wieder unsere Schleife, da legen wir 5 Luftmaschen drüber und ein Stäbchen auf das Stäbchen. Hier haben wir 5 Luftmaschen, da kommen 2 Luftmaschen, eine feste Masche, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. So. Und hier sind wir jetzt schon wieder bei unserer Blüte angekommen. Hier häkeln wir uns mit Stäbchen nach oben. Jetzt machen wir 3 Luftmaschen und wieder mit Stäbchen nach unten. So sieht die Blume jetzt aus. Und so das ganze Viereck bis jetzt. Und so geht das jetzt auch weiter. Auf 5 Luftmaschen kommen 2 Luftmaschen, eine feste Masche, 2 Luftmaschen, Stäbchen. Und auf die Schleife, da legen wir 5 Luftmaschen drüber. Und dann das Stäbchen in das Stäbchen. Und hier bei der Blume häkeln wir uns mit Stäbchen hoch, dann 3 Luftmaschen, dann mit Stäbchen wieder runter. Das machen wir jetzt die ganze gesamte Reihe so. So, meine Lieben, die nächste Reihe beginnt. Ich habe schon 2 Luftmaschen für die Höhe gemacht. Und jetzt kommt zwischen das erste und das zweite Stäbchen, kommen jetzt 4 Stäbchen. 1, 2, 3, 4 und in das nächste Stäbchen kommt ein Stäbchen. Wir machen 3 Luftmaschen und ein Stäbchen hier ganz am Ende drauf. So, jetzt haben wir hier eine Schleife. Jetzt kommen wieder 5 Luftmaschen und ein Stäbchen auf das Stäbchen.
So, jetzt haben wir 5 Luftmaschen, also machen wir 2 Luftmaschen, umhäkeln das Ganze und nochmal 2 Luftmaschen und ein Stäbchen auf das Stäbchen. Das machen wir jetzt hier bis hier rüber zur Blume, immer im Wechsel. Auf die Schleife kommen 5 Luftmaschen und auf die Luftmaschen setzen wir eine neue Schleife. An der Blume angekommen, habe ich jetzt hier meine 5 Luftmaschen gemacht, hier mein Stäbchen in das erste Stäbchen. Jetzt machen wir 3 Luftmaschen und ein Stäbchen ganz am Ende von diesem ganzen Stäbchenpaket und 8 Stäbchen in die 3 Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und die 8 und ein Stäbchen auf das nächste Stäbchen, 3 Luftmaschen, ein Stäbchen am Ende und dann wieder unser Luftmaschen- und Schleifenspiel im Wechsel. Jetzt für euch nicht zu langweilig ist, weil das ist jetzt wirklich immer im Wechsel so weiter, mache ich die Reihe schnell alleine fertig und wir sehen uns gleich wieder. Und die Reihe beenden wir wieder, nachdem wir unsere 5 Luftmaschen gehäkelt haben und das Stäbchen, indem wir 3 Luftmaschen häkeln, Umschlag und auf das vorletzte Stäbchen häkeln wir ein Stäbchen. Und zwischen das vorletzte und das letzte Stäbchen kommen jetzt 4 Stäbchen. 1, 2, 3, 4. So sieht die Reihe jetzt aus. So, die nächste und die letzte Reihe. 2 Luftmaschen für die Höhe. Wir drehen das Ganze. Und in jedes Stäbchen kommt jetzt ein Stäbchen. Wer natürlich möchte, kann natürlich auch die Gardine dann noch weiter häkeln. Dann 3 Luftmaschen. Ein Stäbchen auf das nächste Stäbchen. Wer die Gardine ergänzen möchte, die 3 Luftmaschen begleiten uns jetzt so lange, bis wir hier das neue Blatt ansetzen. Dann kommen auch hier drauf 5 Luftmaschen. So, dann haben wir hier unsere 5 Luftmaschen. Da machen wir jetzt 2 Luftmaschen, eine feste Masche, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen auf das nächste Stäbchen. Auf die Schleife kommen jetzt 5 Luftmaschen und ein Stäbchen. Auf die 5 Luftmaschen kommen jetzt 2 Luftmaschen, eine feste Masche, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen auf das nächste Stäbchen. Auf die Schleife kommen wieder 5 Luftmaschen, 4, 5 und ein Stäbchen auf das Stäbchen. Auf die 5 Luftmaschen kommen 2 Luftmaschen, eine feste Masche, 2 Luftmaschen. Also im Prinzip das gleiche wie eben. Und auf das Stäbchen dann das Stäbchen. Drei, vier, fünf. Und das Stäbchen. So, jetzt 2, 1, 2. Umhäkeln. 1, 2 und Stäbchen. Jetzt wieder 5. 1, 2, 3, 4, 5 und Stäbchen. Jetzt wieder 2. Feste Masche und 2 und Stäbchen.
So, hier haben wir die drei Luftmaschen von eben. Da setzen wir jetzt die drei Luftmaschen. Ein Stäbchen. Wir häkeln uns wieder nach oben. Zwei, drei, vier, fünf, eine Luftmasche und wieder nach unten. Na, und so ist das jetzt. Und so geht das jetzt die gesamte Runde weiter. Hier wieder drei Luftmaschen, Stäbchen, zwei Luftmaschen, feste Masche, zwei Luftmaschen, Stäbchen, fünf Luftmaschen, Stäbchen, zwei Luftmaschen, feste Masche, Luftmaschen, Stäbchen und so weiter und so fort. So geht das jetzt die Runde. Und wer mag, kann auch gleich noch ein, zwei Runden dran häkeln. Da haben wir genau das gleiche Spiel. Hier vorne in jedes Stäbchen ein Stäbchen, hier drei Luftmaschen, Stäbchen. Da, wo eine Schleife ist, da kommen fünf Luftmaschen drüber. Und da, wo Luftmaschen sind, kommen zwei Luftmaschen, eine feste, zwei Luftmaschen, ein Stäbchen. Und hier in der Blume wie gehabt. In der nächsten Runde kommen dann zwei Luftmaschen, in der Runde danach dann drei Luftmaschen. Und so könnt ihr das jetzt ergänzen und erweitern, wie ihr lustig seid. Ihr könnt da auch nochmal einen Farbwechsel reinnehmen oder. Also das könnt ihr jetzt wirklich riesig weiterspielen. Ich mache jetzt meins mal schnell fertig und wir sehen uns dann gleich wieder. So, meine Lieben, ich habe jetzt noch eine Reihe dran gemacht. Also sprich, die eine, die ich mit euch zusammen angefangen habe, habe ich fertig gemacht, plus noch eine. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Also ich versuche es jetzt mal hier so ein bisschen zu platzieren. Ist aber gar nicht so einfach. So, hier haben wir angefangen. Ziehe ich das einfach mal so ein bisschen hier durch. Hier haben wir dann unser Herz. Richtig sehen wir das Ganze, wenn das dann gezogen und auch ein bisschen versteift ist. Jetzt sieht das Ganze noch ein bisschen wüst aus. Aber so sieht das Herz dann aus, so ungefähr. Versteifen tue ich das Ganze mit einer Wasserklebermischung. Ihr könnt natürlich auch Sprühstärke nehmen oder. Wer auch die Wasserklebermischung mal ausprobieren möchte, zwei Teile Wasser und ein halbes Teil Kleber, transparent trockener Kleber. Also ich nehme immer so um die 300 bis 500 Gramm Wasser und mische auf 500 Gramm Wasser zum Beispiel schon so gute 100 Gramm transparent trocknenden Bastelkleber. Das wird dann einfach in das Wasser reingerührt, dann die ganze Gardine eingelegt und schön getränkt und zum Trocknen auf den Balkon gelegt und natürlich in Form gezogen. Und das funktioniert dann wie bei der Sprühstärke auch. Man kann dann das wunderbar versteifen, so dass es dann auch am Fenster richtig toll hält. Und dann, wie ihr seht, hier das Herz in Form bringen und auch die Schleifen kommen dann richtig raus. Hier, wenn man das so schön in Form gebracht hat, guckt mal, wie schön dann die Schleifen aussehen. Und das Herz natürlich dann auch. So, meine Lieben, das war jetzt unsere Gardine. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn das Video ein bisschen arg lang war. Weil wir reden ja hier von vier Teilen und der vierte Teil ist ja auch nicht gerade kurz. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und Spaß gemacht. Wenn ja, lasst mir mal ein Däumchen nach oben da, da würde ich mich drüber freuen. Und wer noch nicht hat, lasst ein Abo da. Das wäre absolut mega. Ich vernähe jetzt noch schnell den einen Faden. Alle anderen Fäden habe ich jetzt schon zwischendurch vernäht, da wo ich immer die Farben gewechselt habe. Deswegen ist es bei mir jetzt nur noch dieser eine. Aber ich denke mal, das Vernähen, das interessiert euch jetzt nicht so sonderlich. Also dann, ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.